Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir sind Corinna und Robert und wir gehen jetzt zusammen mit euch nach Novigrad. Von unserem Campingplatz aus, Campingplatz Sirena. Ja, und was wir da so erleben werden, das werdet ihr jetzt sehen. Von dem Campingplatz kann man nämlich super aus zu Fuß in die Stadt gehen. Das ist echt cool, weil da braucht man nicht extra ins Auto springen. Oder wenn man zu faul ist, kann man auch mit diesem kleinen Minizug fahren. Ja, der fährt auch. Etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Kostet momentan aktuell 2 Euro. Und los geht's. Wir haben ja unsere kleine Babymaus dabei hier wieder. Versteckt sich gerade. Da ist sie. Und als wir hier neulich längs gegangen sind, erzähl mal, Corinna, was da passiert. Da kam hier ein kleiner, anfangs noch süßer Hund entgegen und hat sich wohl auf Anhieb in Baby verliebt, aber so sehr, dass er uns überhaupt nicht mehr in Ruhe gelassen hat und immer auf sie rauf wollte. Selbst als ich sie dann hochgehoben habe und auf dem Arm getragen habe, ist er mir noch am Bein hochgesprungen, um an sie ranzukommen und hat nicht locker gelassen. Und jetzt hat natürlich Corinna Angst, dass wir dem heute wieder begegnen. Aber wir wissen ja jetzt, wo er hingehört. Es hat sich nämlich am Ende noch aufgeklärt, dass er der einen Restaurantbesitzerin gehört. Und so gab es dann halt für alle noch ein Happy End. Sie hat den Außer Hund. Für den Hund. Ja. Wow, guck mal, der Fußballplatz hier. Und das Schöne an dem Weg nach Novigrad ist, er führt immer entlang am Meer. Und auf dem Weg nach Novigrad, da gibt es auch ganz viele Restaurants und Imbissbuden und Saftbars und was nicht alles. Genau. Ich guck dann immer ganz gerne mal, was die für Rezensionen haben. Also die erste Bewertung hier ist jetzt von vor 2 Wochen. Fängt ganz nett an, so ein schöner Ort zum Verweilen, niedlicher kleiner Garten mit Baumbestand. Es waren 2 Familien. Obwohl zusammen gesessen und bestellt wurde, kam die Essen gut 15 Minuten zeitversetzt. Ist ja schon mal scheiße, weil man will ja zusammen essen. Und das eine Essen kam sogar 30 Minuten später, weil erst war es angeblich aus, dann war es plötzlich dann doch da. Aber schlussendlich war nur die Hälfte von dem da, was auf der Karte stand. Und es wurde natürlich aber alles zum vollen Preis berechnet. Und wo hast du das jetzt nachgelesen? Bei Google. Ja, also da lohnt sich eine kleine Recherche auf jeden Fall heute in den Zeiten vom Internet und so. Ist man nicht mehr ganz hilflos, was die Restaurantauswahl betrifft. Ja, natürlich macht es auch oft Sinn, sich ein eigenes Bild zu machen, weil jeder hat eine andere Vorstellung von Essen und das sowieso. Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wenn einer extrem schlechte Bewertungen hat, dann weiß man schon, dass da irgendwas ist. Vielleicht hatten die nur Pech, weil, wie gesagt, der hat ja eigentlich ganz gute Bewertungen. Dass wir jetzt gerade die erste schlechte lesen, ist natürlich dann auch ein bisschen ungünstig. Aber gerade wenn hier so viel Konkurrenz ist, sollte man halt doch immer darauf achten, wirklich für sich das Beste rauszuholen. Ne? Viele sagen auch, ich hab einen Platz am Meer. Ich brauche nur mittelmäßig kochen oder auch mittelmäßige Küche anbieten, weil ich habe den Ausblick. Und das ist halt schade. Ne? Aber nun gut, es gibt ja genügend Auswahl. Vorher, daher lohnt es sich auch oft mal in die kleinen Seitengassen, Achtung, in die kleinen Seitengassen zu gehen und nicht immer das Restaurant in erster Lage zu nehmen, sondern auch mal in zweiter, dritter Lage zu gucken. Hier sind sie also, die ganzen kleinen Honigbienen. Autsch, für den Preis kann man sich auch schon eine Shisha selber kaufen. Shisha, Kuna. Ja, bisschen 150 teuer. Kuna. Tja, aber manche ist das der Preis wert scheinbar. Baby drückt sich hier gerade total an die Stadtmauer ran, weil sie so weit weg vom Wasser möchte wie möglich. Jetzt ist die Frage, ob wir übers Wasser weitergehen
oder in die Stadt, in den Stadtkern. Gehen wir in die Stadt. Na, Bibi? Ich habe eine Quietscheente für dich gefunden. Boogie Man! Corinna muss noch Postkarten verschicken. So, so. Interessant. Hier könnte man auch in die Lehnen gehen. Weiß und spitze. Regenschirme. Und diesen Kirchturm da im Hintergrund, den werden wir uns jetzt mal angucken. Vielleicht können wir da ja auch noch rauf. Aber nicht, dass dann wieder die Glocken losgehen wie letztes Mal. Wir wollen ganz hoch hinaus. Kommt hier nicht drum herum. Bibi hat einen neuen Freund. Oder doch nicht? Ja, er wollte spielen, aber Baby ist ja so eine. Die will man nicht. Oh, komm mal her, du alte Oma. Oh, Ruby, hier gibt's Müller. Corinna, denk dran, wir sind für Kultur hier. Ja, aber man braucht doch auch immer ein schönes Röhren. Das hat nichts mit deiner Kulturtasche zu tun. Ah. Auf geht's! Genau, auf geht's! Das Baby ist gratis. Oha! Da geht's ja wirklich hoch hinaus. Da wird einem schon ein bisschen mulmig, wenn man so guckt, wie dünn die Steine übereinander lassen, ne? Schisser! Er kann es nicht lassen. Hui, stell dich scharf. Ja. Hier dauert das ein bisschen länger, bis sich die Kamera scharf stellt. Die Luft wird auch deutlich dünner, je weiter wir nach oben kommen. Hui. Ja, die sollten das Geld, die Einnahmen vom Tourismus mal in einen Elektriker investieren. Aber gib mir ein paar Lüsterklemmen, ich kann das auch eben machen. Da kann man schon den Hafen sehen. Oh, ist die schon fast oben. Wunderschön. Das riecht so lecker nach Essen. Baby, gefällt dir das hier? Du kannst von da unten ja nicht sehen, wie hoch das ist, ne? Weißt du, die ist am Schnaufen. Die wurde gerade den ganzen Turm hier hochgetragen. Und sie wird ganz alleine hier oben. Du, wenn du hier reinguckst, dann kannst du tatsächlich was sehen. Oh. Entschuldige, das gleiche ist Baby auch eben beim Regenrohr passiert. Es war klar, dass du dich darüber freust. Aber. Oh, du, da kannst du wirklich durchgucken, ne? Wirklich. Ich sehe das. Was? Oh. Kleine Sünden, ne? Ja, aber ich kann das Wasser sehen. Was für eine gewaltige Glocke. Was hast du? Das Wasser glitzert so schön, wenn man hier durchdrückt. Richtig schön. Du musst aufpassen, dass du keinen Sonnenbrand im Auge kriegst. Ja, bei 15 Kunden will man ja nicht gleich wieder runter, aber wollen wir runter? Baby, gehst du die Treppen diesmal selber? Oh. Wir müssen noch warten, bis die Glocken läuten. Ja.
Stimmt nicht. Sind wir gerade rechtzeitig runter. Man hat nur noch das Heim gehört, als ich die Kamera angemacht habe. Oh, jetzt geht's los. Egal, ich geh nochmal hoch. Geil, das muss ich sehen. Ich geh nochmal hoch. Kabelsalat, die beiden Drähte miteinander zu verbinden? Ich muss dann mal weg. Oh Baby, juckt das gar nicht, ne? Wie ist auch sonst so? Ah, ein Verehrer, Baby. Die Katze, die denkt nur, was für Vollpfade. Da waren wir eben oben. Da ist die Katze. Baby. Und? War schön? Lass sie doch. Nein. Die will doch nur spielen. Ja, ja, die hat schon einen Buckel gemacht. Ich trau Katzen nicht. Die Katzen sind auch nur Menschen. Hä? Ne? Oder Hunde. Also egal, ist eh alles das Gleiche, ne, Baby? Menschen, Hunde, Katzen. Außerdem hat Baby eine Katzenfreundin. Ja. Zu Hause. Lucky. Lucky in aus aller Mühe. Ja, und vom Nachbarn. Bald ist die Flitze Feuerzähne, ne? Lucky teilt sogar sein Futter mit Baby. Dann ist Baby auch Lucky. Und jetzt hier los. Alfred Hitchcock, Psycho, der Vögel, oder wie heißt das? Der Vögel? Die Vögel? Die Vögel, ja. Ich weiß was. Ich weiß. Die wollen den Sonnenuntergang jetzt genießen. Wir müssen jetzt einmal kräftig an den Baum rütteln. Aber dann scheißen uns nicht nur die Tauben zu. Solange die hier oben im Baum sitzen, sitzen sie nicht über unserem Zelt. Das ist schon mal gut. Oh, ich höre Musik. So, und jetzt drehen wir uns mal um. Dann seht ihr mal, wie toll das hier aussieht. Vorsicht, ich klappe den Hund nicht um. Das geht noch von näher. Ja, wir haben jetzt erstmal eine kleine Fotosession gemacht. Ich hoffe, es sind ein paar schöne Bilder dabei. Also, die Sonnenuntergänge hier in Kroatien sind einfach traumhaft. So schön. Lohnt sich! Ja, so ein bisschen weiter gucken hier in Novigrad. Ja, und wir haben immer noch kein Eis gehabt. Und keine Postkarte. Und gleich den touristischen Hafen, den wollen wir auch noch sehen. Also, weiter geht's! Runter? Jo. Das ist eigentlich auch gut gemacht, eine Badestelle mitten in der Stadt. Und sogar ein kleines Meeresplanschbecken für die ganz Kleinen. Da kann man sanft ins Wasser gehen, über eine Treppe da hinten. Das ist klasse gemacht, ne? Ja. Ja.
Ja. Ja. Was hast du dazu, Baby? Guck mal, da oben die Ruine. Ja, daran sieht man eben die schicke, aufgehübschte Stadt voll mit Touristen, mit vollen Restaurants, vollen Bars und Lifestyle und Touristenshops und alles. Und gleich daneben, ja, so eine Bauruine. Daran sieht man Kroatien, da hat sich unglaublich viel getan die letzten Jahre, aber es ist immer noch trotzdem noch weiter Potenzial hier weiter auszubauen und das noch schöner zu machen. Das Potenzial ist auf jeden Fall noch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, das soll nicht mehr schön gemacht werden. Ja, vielleicht wäre es auch abgerissen und kommt dann neu. Das ist aber ein trauriger Flamingo. Will keiner haben? Va Pietro? E là, vanno a prendere la bici. Tornate qua, tornate qua. Today I'm on. Jesus said, you are mine. Ich bin immer so unschuldig, ich denke mir nie was Böses. Das wird mir immer unterstellt, ich weiß gar nicht wieso. Hier, Kuno, da hast du die ganze Stadt drauf. Ja, das sieht nicht schön aus. Sie ist sehr wählerisch. Ja, ich hatte eben eine schöne Karte. Aber? Da stand kein Preis. Und du warst nicht da, um dich zu fragen, was du von der hältst. Jetzt gibt's erstmal ein Eis. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Auch schön so, die alten Fischerboote. Die alten Kutter. Ja, cool. Ne, Captain Blaubeer? Captain Blauzunge? Popcorn für den kleinen Robby. Und schmeckt? Oh, da war ein Kern. Nee, ich möchte nicht. Danke. Guten Appetit. Danke. Und für alle, die tagsüber noch nicht genug Action haben, gibt es in Novigrad sogar hier noch so einen ganzjährlichen. Was macht er da? Einen ganzjährlichen Jahrmarkt. Warum wir noch eine Runde Karussell fahren? Karussell nicht, aber lieber Trampolin. Das kannst du umsonst auf dem Campingplatz haben. Oh, die läuft mir schon davon. Bisschen knapp, ne, am Baum.
den Baum zu stutzen. Oh, was für eine süße Idee. Endlich habe ich sie! Gelbe Pipi! Was? Die blonde Pipi Langstrumpf. Ja. Ich dachte, Pipi Langstrumpf wäre rothaarig, aber egal. Nee, siehst du doch bei mir. Wenn sie zu lange in der Sonne ist, wird sie blond. Pipi! Oh, guck mal, Corinna. Die erste Sparkasse in Kroatien. Guck mal, der Mond. Das ist zu verkaufen. Aufkaufen. Ist doch ein schönes Haus. Ja. Schön am Hafen hier von Novigrad. Ja. Gegenüber von der Burg. Schön. Hier geht jetzt gleich die Party erst so richtig los, Corinna. Jeha! Corinna, wie wär's, wenn wir unsere Urlaubskasse alles auf schwarz setzen? Wir können verdoppeln oder alles verlieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich glaube, nur Hunde dürfen da nicht rein. Okay, dann lassen wir es lieber. Wie der Mond im Wasser glitzert, Corinna. Ja, das ist schön. Genau wie deine Augen. Die glitzern momentan nicht. Die sind matt vor Müdigkeit. Mit dem hätten wir auch zurückfahren können, Corinna. Jeder Gang macht Schlamm. Tja, Leute, das war's schon wieder mit unserem kleinen Video. Aus der Stadt Novigrad. Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen. Und vielleicht habt ihr das eine oder andere für euch schon entdeckt, was ihr auch machen würdet, wenn ihr mal da wärt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es uns freuen, wenn ihr als kleine Anerkennung einen Daumen nach oben da lasst. Was hast du aber nett formuliert? Abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr uns jetzt gerade erst durch Zufall entdeckt habt. Ja, und dann guckt mal vorbei, was wir sonst noch so an Videos gemacht haben oder was wir noch so hochladen werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und schreibt uns gerne einen Kommentar oder stellt Fragen. Genau. Und zum Abschluss möchte ich jetzt noch Meister Igel sich schnell von euch verabschieden. Da brauchen wir Nightshoot. Oh, da ist er weg. Der hat sich eingeigelt. Und weg war er. Ja. Und wir igeln uns jetzt auch ein. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.